Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute, ich hatte erst überlegt, ob wir heute das Video über Tarkov machen. Jetzt haben wir Battlefield durch, wir haben COD durch. Aber heute für die Season, die nächste Woche kommt, ein kleines Update-Info-Video für euch, weil es da ein, zwei sehr, sehr coole Sachen gibt. Und es ist eine der ersten Seasons, auf die ich mich persönlich tatsächlich freue, weil Rebirth Island wiederkommt. Und ich finde, MW3 ist halt ausgelutscht. Fortune's Keep gerade mit den Änderungen auf der Karte ist nicht mal annähernd das Feeling, was man vorher hatte. Und ich fand es schon immer, Rebirth Island war einfach besser als Fortune's Keep. Das heißt, morgen werde ich dann versuchen, euch das Tarkov-Video zu machen, was mittlerweile ein Heimspiel für mich ist, weil seit Februar letzten Jahres zocke ich eigentlich hauptsächlich Tarkov. Und ich bin bei, ich glaube, 2400 Stunden in einem Jahr. Also es ist absolut bodenlos. Wir haben aber zwei Trailer bekommen. Einen Multiplayer-Trailer und einen Rebirth Island-Trailer. Den gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Und eine Info haben wir noch dazu bekommen. Und zwar, Warzone Ranked Play wird von Fortune's Keep verschoben auf Rebirth Island mit Season 3. Was bedeutet, Rebirth Island wird nicht einfach nur eine ganz kurze Zeit da sein, sondern ich gehe fest davon aus, durchgängig da bleiben, bis wir das neue COD haben. Und für Leute wie mich, die Rebirth Island einfach feiern, Gott sei Dank, vielen Dank dafür. Das hier ist der Multiplayer-Launch-Trailer von MW3. Der ist ganz, ganz neu. Der kam vor ein paar Minuten erst. Und danach gucken wir uns auch noch den von Rebirth Island an. Season-Start ist ja nächste Woche am Mittwoch gegen 18 Uhr wahrscheinlich. Pre-Download wieder ganz, ganz kurz vorher, damit auch alle am PC wieder ewig warten müssen. So wie leider jedes Mal. Dürfte wahrscheinlich wieder Copyright-Probleme geben, weil Activision immer noch nicht auf die Idee kam, dass man Trailer anbietet, die sich Creator auch angucken können, ohne sie stumm zu schalten. Aber ich scheiß drauf, dann gibt's halt für das Video kein Geld. Deswegen umso lieber, wenn ihr da ein Abo dalasst, das entschädigt mich dann ein bisschen wenigstens. Was mir aufgefallen ist, wir kriegen immer noch keine OG-MW3-Map zurück, aber tatsächlich Remakes aus Vanguard schon wieder. Da halte ich jetzt einfach mal so meine Hände über den Kopf und sag, warum eigentlich. Die eine Karte hier sah aus wie Aquarium aus BO3. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Karte erinnert, aber irgendwie hat es den Aufbau. Da hatte man dann auch so eine Halle, wo man in die Mitte gegangen ist, außen, wo man langlaufen konnte. Sieht irgendwie ein bisschen ähnlich aus. Wir haben ein Remake aus Vanguard, was mich schon wieder, nicht unbedingt abholt, um ganz ehrlich zu sein. Und was ich einfach nicht verstehe, warum wir MW3, also das Game heißt MW3, aber wir kriegen keine vernünftigen MW3 Remake-Karten. Wenn man das Game schon so nennt, dann nehmt doch Karten aus MW3, einem der beliebtesten Call of Duties aller Zeiten. Ich glaube, in den Top 5 liegt Black Ops 2, MW2, MW3, ich vermute, Black Ops 3 liegt auch sehr, sehr hoch. Ist auch ein sehr erfolgreiches Game gewesen. Und sonst, ja klar, von den ganz alten noch. Und hier gibt es halt noch ein fünftes, was viele irgendwie verkaufszahlenmäßig wahrscheinlich MW19, auch wenn dieses Game absoluter Rotz war für jeden, der irgendwie gern schnell spielt. Auf jeden Fall, wenn ich mir das so angucke, sieht jetzt halt nach klassisch Multiplayer-Update aus. Hier sind drei neue Maps, paar neue Waffen. Wir haben hier ein, zwei Creator gehabt. Ja, also gut, wenn ihr Geld ausgeben wollt, ihr könnt es ausgeben für Terrorkatze, Terror Fledermaus und
Bei Gott, ich weiß nicht, was das Rechte sein soll. Ein Rabe oder irgendwie sowas. Und das hier ist das, was mich tatsächlich wirklich interessiert, denn Multiplayer-Content in dem neuen Update, das muss man einfach so sagen, hat man in der Regel in, wenn man langsam spielt, 2 Tagen komplett durchgenudelt. Das hier ist das, wo ich drauf schiele und wo ich tatsächlich auch aktiv am Zocken sein werde, in der Hoffnung, dass Rebirth Island sich halbwegs vernünftig spielt. Ist nicht dasselbe Movement wie früher, aber allein diese Karte zu sehen, bringt bei mir schon nur positive Vibes zurück. Muss man mal gucken, es wird wahrscheinlich das verschwitzeste Schwitzerfest aller Zeiten sein. Aber wie ich gesehen habe, so ziemlich jeder Content-Creator in Deutschland, der auch nur mit Warzone buchstabieren kann, bietet euch ja mittlerweile jegliches VPN an, egal wie es heißt. Also, naja, schlag zu, würde ich sagen. So. Together, the more we get together, the happier are we. Cause your was friends das für Musik? Are my friends and my friends are your friends. The more we get together, the happier are we. Also man muss es so sagen, das Team, was die Trailer für die Seasons macht, ist goated. Also das sind mit Abstand die besten Trailer, die ich für Games jemals gesehen habe. Leider transportiert von den Trailern, die wir sehen, zu dem fertigen Produkt immer relativ wenig. Das macht dann so mal ein bisschen traurig, finde ich. Das hier habe ich vor 2-3 Tagen bei irgendeinem anderen Creator schon gesehen, der darüber gesprochen hat aus Deutschland. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube Fantu. Und der ist auch nochmal kurz drauf eingegangen. Das Dach vom Prison ist offen. So wie das für mich aussieht, werden wir auf dem Dach weiterhin fighten können. Da waren teilweise mit die besten Endfights, die man in Rebirth hatte. Aber man kann anscheinend direkt vom Dach ins Prison nach unten. Bisher musste man immer außen hier an den Türen oder hier vorne am Pier runter oder hier hinten in den Eingang. Ich vermute, dass man auch vom Prison aufs Dach kann. Ich habe nichts dagegen, wenn solche Sachen grundlegend geändert werden. Ich hoffe nur, dass es nicht wie bei Fortune's Keep ist, wo sie so viel geändert haben, dass es sich einfach gar nicht mehr gut spielt. Das war ehrlich gesagt ein bisschen frustrierend zu sehen, wie sie es umgesetzt haben am Ende. Moment, der Turm ist weg. Ah! Okay, das Big Change, weil dieser Turm war immer abgefuckt. Am Anfang ist da einer gelandet mit der Bolt Action und hat Leute abgefuckt. Am Ende hat man da oben drinnen gecampt. Man konnte von unten nicht wirklich nach oben. Den brauchen wir nicht mehr. Geil. Also da freue ich mich tatsächlich drauf und ich hoffe, dass das so ein bisschen alte Vibe zurückgibt, die wir irgendwie jetzt schon länger vermissen. Rebirth Island, wenn man mich fragt, war deutlich, deutlich besser als Fortune's Keep und alles, was wir auch nur annähernd hatten, was irgendwie damit zu tun hat bisher. Mein Hype um die ganzen MW-Seasons von MW3 ist halt eigentlich kaum noch da und ich freue mich einfach auf das, was nach MW3 kommt, weil ich das Gefühl habe und die Hoffnung, dass Treyarch mit sehr viel Entwicklungszeit was hingezimmert hat, was wirklich Spaß macht. Aber Rebirth Island kann für alle wie mich, die mit der COD-Franchise so praktisch eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, was Spielen angeht, mit Sicherheit irgendwie eine geile Änderung sein und ich hoffe inständig, dass es spielbar ist, dass es flüssig ist, dass es ohne viele Bugs kommt. Und dann bin ich tatsächlich auch schon zufrieden. Dann ist auch egal, was in den nächsten Wochen kommt, weil
Dann kommt jetzt irgendwann auch die Phase, wo wir die ersten Leaks zu Black Ops, wie auch immer es heißt, bekommen werden. Vielleicht eine Alpha oder zumindest eine Beta, auch wenn die erst wieder 4 Wochen vor Game Release sein wird. Also bin auf jeden Fall gespannt. Mittwoch geht's los. Ich werde sie mir live Mittwoch angucken, selbstverständlich. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da und schreibt mal rein, was haltet ihr von der neuen Season? Habt ihr Bock auf Rebirth Island? Gott, ich werde es hoffentlich suchten können. Es wäre so, so schön mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag.